Und dann haben wir das aufgegeben, was ich gar nicht verstehe, ehrlich gesagt. Ist das eine verpasste Chance? Denn wissen Sie, militärisch ist Russland nicht zu schlagen, es sei denn, wir machen den dritten Weltkrieg. Den können wir uns nicht leisten. Natürlich, ich sage es wieder, die Ukraine hat ein Selbstverteidigungsrecht. Trotzdem muss man, aber wenn Sie man wollen den Krieg nicht, dass die Ukraine gewinnt. Sie kann nicht gewinnen. Woher wissen Sie das? Ja, weil dann müsste man einen Atomkrieg führen. Oder was stellen Sie sich vor? Die russischen Streitkräfte.